Session. Der ursprüngliche Name war Contao in einer skalierbaren Umgebung nutzen, hat halt auf den ersten Slide irgendwie nicht raufgepasst. Deswegen kurz und knackig, Contao Go Stocker, Hauptsache eskaliert. ja, kurz zu uns. Wir kommen von Loopcom Media. Wir haben dieses Jahr, waren wir das erste Mal beim Contao Camp dabei und hatten schon mal so ein bisschen Einblick gegeben, was wir so machen. Uns gibt es seit 1999. Wir haben über 1000 Webprojekte umgesetzt und sind mittlerweile mehr als 20 Angestellte. Falls sich jemand fragt, wo Rostock liegt, die Frage kommt sehr oft. Da ist Rostock. Und genau. Mein Name ist Christopher Griesch, ich bin Webentwickler seit 5 Jahren und ich arbeite mit Contao, seitdem ich bei Loopcom arbeite und habe da mit der Version 4.3 angefangen. Also Contao 3.5 kenne ich nur durch nervige Tickets, wo ich mich da leider auch durcharbeiten muss, aber genau, und das ist mein Kollege. Ich bin Ivo Schimani, Webentwickler seit 12 Jahren. Mit Contao arbeite ich seit 11 Jahren, also relativ früh mit angefangen. Oh. Ja, okay. Genau, unsere Kompetenz Contao. Wir sind 6 Entwickler, die mit Contao, also 6 Entwickler, 4 davon arbeiten mit Contao, 3 davon sind heute auch hier. Wir haben noch 2 Java-Entwickler und wir haben uns spezialisiert auf die professionelle Umsetzung und Entwicklung von Websites, Shop-Lösungen und auch Web-Lösungen, ganzheitliche und vernetzte Lösungen. Wir haben jetzt mittlerweile rund 300 Contao-Projekte umgesetzt und davon sind 30 in Contao 4 umgesetzt worden. Hier ist mal so ein kleiner Auszug, wie man das vielleicht sehen kann. Wir sind viel im Tourismus unterwegs. Das heißt, also wir haben halt viele Hotels, die so angebunden sind an Buchungsengines. Wir haben so Partyorte, sage ich jetzt mal, also wie zum Beispiel die Walligalm. Das ist ja Malle bloß mit Schnee. Und wir haben aber auch regional relativ große Kunden, unter anderem den Zoo Rostock. Der hat jetzt gerade einen Relaunch gekriegt mit Contao 4. Und Hansa Rostock hat aktuell ein Jobportal von uns bekommen, wo Sponsoren Jobausschreibungen quasi veröffentlichen können. Und genau, Feel Good Coffee ist auch heute unser Anwendungsfall, weil Feel Good Coffee hat angefangen mit einer Idee, war erst eine Landingpage, wo man erstmal abgecheckt hat, wer interessiert sich überhaupt dafür. Um es mal kurz anzuschneiden, Feel Good Coffee hat kompostierbare Kaffeekapseln für Nespresso-Systeme. Also sie haben sich daran gewagt und haben gesagt, wir wollen was Nachhaltiges tun, wir wollen was verbessern und genau, komme ich aber nachher nochmal zu. So, jetzt sieht man hier ein anderes Firmenlogo, das sind aber auch wir. Wir haben unsere Digitalisierungsprojekte haben wir gekapselt, weil Loopcom ist Agenturgeschäft und DigiWerft ist Projektgeschäft. Das haben wir halt abgekapselt, sind aber auch wir. Und weil es alles irgendwie viel cooler ist, weil wir mit Docker arbeiten und Containern, ist auch alles natürlich an der Ostsee mit Schiffen und Überseecontainern. Wir haben bei der DigiWerft auch keinen CEO, sondern einen Werftdirektor. So, hier stehen erstmal viele Informationen. Im Prinzip breche ich es mal kurz runter. Bei der DigiWerft haben wir ganz viele Microservices, die in Containern liegen, die bestimmte Services bereitstellen, die wir aber auch bei Loopcom in unseren Webprojekten nutzen. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wir haben ganz viele Dockyards, zum Beispiel Zahlungsschnittstelle, wo wir so Reservierungen abwickeln können mit Zahlungen oder so Abo-Geschichten, so Subscriptions. Und da ist alles auch schon cool und in Containern. Das ist überwiegend Java, aber wir wollten natürlich als Webentwickler mit Contao auch mal was Cooles mit Docker machen. Und mit Feel Good Coffee hatten wir dann auch einen Anwendungsfall, wo man
tatsächlich das gebrauchen kann. Aber wir haben uns natürlich erstmal die Frage gestellt, die man sich stellt, wenn diese Wörter im Raum fallen, Skalierung, was ist das überhaupt, wofür braucht man das? Und Skalierung, klar, ne, es ist erforderlich, um sich den wachsenden Ansprüchen und an die Leistungsfähigkeit anzupassen. Man muss Peaks abfangen durch bestimmte Sachen und mit dem Erzeugen von Instanzen kann man dann die Last verteilen, Load Balancer verteilt große Anzahl von Zugriffen und so. Es gibt zwei Arten von Skalierung. Vertikale Skalierung kennen viele, einfach noch mehr RAM, noch mehr Speicher, noch mehr CPUs, Kapazitäten erhöhen und schon kann der Server mehr leisten. Hat den Vorteil, es ist im Gegensatz zu Scale-Out kostengünstiger. Nachteil kann natürlich sein, dass du eine Ausfallzeit hast, weil diese Ressourcen erstmal nachgerüstet werden müssen. Und die Grenzen sind natürlich dadurch begrenzt, wie viel Hardware man quasi dir zuordnen kann. Im Scale-Out kannst du halt mehrere Hardware- oder Softwarekomponenten miteinander verbinden. Das heißt, sie arbeiten am Ende wie eine einzige logische Einheit. Hat den Nachteil, dass es natürlich auch teuer werden kann, umso mehr man sich da an Instanzen dazu beamt. Aber Vorteil ist natürlich, dass es einfach und schnell geht. Ja, und mit Docker und beziehungsweise im Container-Universum ist Skalierung sehr einfach möglich. Das haben wahrscheinlich auch schon mal viele gesehen. Unterschied zwischen einer containerisierten Applikation und einer virtuellen Maschine, wo meine App jetzt liegt, ist, dass in der containerisierten Applikation das gekapselt ist, das Host Operation System wird sich geteilt und meine App liegt dann in den einzelnen Containern. Genau. Da habe ich auch nochmal die Vorteile von Dockern oder Containern. Effiziente Nutzung der Systemressourcen, Anwendungen sind bedarfsgerecht skalierbar, man kann schnell implementieren, man kann schnell ein Fallback machen, wenn dann vielleicht die Implementation nicht geklappt hat, dann rolle ich das halt wieder zurück. Man kann sie zwischen verschiedenen Umgebungen einfach austauschen und sie bieten die Möglichkeit, schnell sich auf ändernde Geschäftsbedingungen oder auf ändernde Geschäftsbedingungen einzugehen und zu reagieren. Die größte Frage ist, wann brauche ich das überhaupt? Man sollte jetzt nicht Docker nutzen, weil man Docker nutzt, sondern es muss ja auch irgendwie also einen Anwendungsfall geben, sonst ist es ja auch zu teuer, sich da irgendwie 80 Instanzen zu beamen und man braucht sie gar nicht. Bei uns waren es die wachsenden Anforderungen, hier bei unserem Beispiel für Good Coffee, wo ich nachher nochmal drauf eingehe. Oft ist es so, dass man auch Kampagnen hat oder man hat zum Beispiel mit dem Kunden oder der Kunde hat eine Fernsehausstrahlung, Höhle der Löwen oder weiß ich wo, dann muss man halt kurzfristig Peaks abfangen und da ist es halt ganz gut mit Docker zu arbeiten. Ein ganz großer Vorteil ist auch, dass man eine einheitliche Live- und Entwicklungsumgebung hat, also wenn man quasi lokal in einem Docker-Container entwickelt, kann man den halt einfach in die Cloud schieben und ja, es läuft. Oder zum Beispiel auch wie bei uns mit den Microservices, wir haben quasi Anwendungen in Module aufgeteilt und genau. Dann war noch ein Begriff, der uns sehr beschäftigt hat, Continuous Delivery. Kennen auch viele Qualitätssicherungen, ne, durch Kombination von automatischen und manuellen Tests. Jede Änderung wird getestet, wenn man das dann auch einrichtet. Performance-Tests, statische Code-Analyse. Softwarestand ist nur ein einziges Mal an einer zentralen Stelle gebaut und sich von da gezogen. Produktivsetzung der entwickelten Software auf Knopfdruck. So sollte es sein. Und gerade in Hinsicht auf Updates und Upgrades wollten wir da auch hin. Und bisher war es so, dass es schwierig war, und mit viel Manpower verbunden war, weil wir so viele Projekte haben. Dann wird eine neue Version ausgerollt oder wir haben irgendwie einen Bugfix bei unseren Bundles. Dann fängt man mal schnell an, 50, 60, 70 Projekte zu updaten, weil es wichtig ist, weil sie ja auch laufen.
Und da können dann halt auch schnell mal Ausfallzeiten entstehen. Und man ist natürlich mit den blöden Updates beschäftigt, anstatt noch mehr Projekte zu machen. Ja, und Nachteil war auch bisher, dass wir nur vertikal skalieren konnten und dadurch begrenzt waren. Und genau, wir haben dann uns mal so ein kleines Frontend-Backend gebaut, wo wir uns das ein bisschen abnehmen wollten. Wir hatten die Manager-API angesteuert. Ich habe das jetzt nochmal so kurz zur Demonstration hier raufgeworfen. Dass wir so einfache Sachen an Redakteure abgeben können. Also dass zum Beispiel ein Redakteur einfache Updates machen kann, dass er im Prinzip eine Info von uns bekommt, du pass mal auf, unser Bundle XY, das muss geupdatet werden. Mach das mal, dann kann auch nichts kaputt gehen. Kann. Genau, und dann haben wir auch, weil es so viele Projekte sind, uns irgendwie eine dezentrale Lösung ausgedacht, intern, wo wir dann unsere Updates einfach machen können und auch einfach einen Überblick haben, was für Versionen überhaupt in den einzelnen Projekten laufen. Und wenn du dir jedes Mal irgendwie das Git-Repository ziehst, nur um zu gucken, was für Versionen da liegen, oder halt im GitLab guckst, das ist nervig und kostet halt viel Zeit, und so hat man das schnell auf den Blick und sieht dann auch, ach, guck mal, da ist eine neue Version oder da fehlt noch eine neue Version. Und ja, das ist mal so nebenbei entstanden. Also dann kommt man hier, im Prinzip sieht man hier unsere Pakete, die da installiert sind. Ein Haufen Bundles, die wir da selber geschrieben haben, zum Beispiel. Leiter ist jetzt nur ein Füllwort hier. Genau. Und dann, wenn man dann auf Update drückt, dann läuft natürlich der Prozess im Contao Manager über die Contao Manager API. Man hat dann auch das Feedback, ah, alles klar, hat geklappt. So war die Idee und funktioniert auch. Mit unserer Docker-Lösung ist es ein bisschen einfacher. Vielleicht willst du schon mal kurz grob erzählen? Ja, okay. Also wir haben im Prinzip, wir haben erstmal geguckt, gibt es vielleicht auch schon mal irgendwie einen Docker-Container, der so unseren Ansprüchen entspricht, der das erfüllt, was wir uns so vorstellen darunter. Leider war es bisher immer so, es war einfach ein Contao-Projekt komplett in so einem Container reingebeamt, und wir haben uns immer die Frage gestellt, was ist mit den persistenten Daten, warum müssen wir das immer eine komplette Installation irgendwie in ein Repository oder in ein Image packen, und wir haben uns gedacht, einen Schluck trinken. Das muss auch irgendwie cooler gehen, also haben wir uns gedacht, wir kapseln das in unseren zentralen Contao-Docker-Container und einem projektspezifischen Repository, und in dem Build-Prozess vom Continuous Delivery ziehen wir uns dann im Prinzip durch eine Environment-Variable einfach das entsprechende Projekt und können relativ schnell so eine Docker-Instanz starten. Automatisiertes Upgrade, das heißt, wir aktualisieren unseren Contao Docker-Container und können bei unserem Cloud-Hoster einfach die Versionsnummern ändern. Er hat startet den Build-Prozess und dann haben wir die neue Version mit dem Projekt und alles schön, alles gut. Und so können wir halt relativ schnell neue Versionen ausrollen und wir können auf Flash-Spitzen reagieren. Das heißt, Beispiel Feelgood Coffee, das läuft noch in einem Hosting. Jetzt wissen wir aber, wir haben Kampagne XY, da passiert so viel, da müssen wir irgendwie Peaks abfangen. Dann schmeißen wir das mit unserer Contao Docker Lösung auf unseren Cloud Hoster und planen Instanzen vor. Die starten wir dann, die laufen dann quasi parallel. Und so können wir Peaks dann abfangen. Und wenn wir die Instanz nicht mehr brauchen, fahren wir sie einfach runter. So ist das dann mal kurz visualisiert. Wir haben halt ein paar User, die über Load Balancer verteilt werden auf die einzelnen Contao-Container. Momentan noch mit einer gesharten MySQL-Datenbank. Das ist aber noch der derzeitige Stand. Wir wollen natürlich viel mehr und viel besser, logischerweise.
Und das ist das Projekt Feel Good Coffee. Bei Feel Good Coffee ist es so, wir hatten das Glück, diesen Kunden zu bekommen, weil es war noch nicht so klar, wo die Reise hingeht. Also wir haben, wie gesagt, angefangen mit einer kleinen Landingpage, wo wir einfach das Interesse irgendwo abgefragt haben, wie reagieren die Leute darauf, interessiert sie das überhaupt? Dann hat das Unternehmen für sich selber dann das Konzept ausgearbeitet, wie kann man das verbessern, was kann man an diesen Kaffeekapseln überhaupt verbessern und was ist denn auch wirklich dann nachhaltig und kompostierbar. Und die wollten das Ganze ja dann auch an den Mann bringen und das nicht offline, sondern online. Und da waren wir dann Partner und weil wir Contao halt so lieb haben, haben wir natürlich Contao genommen und haben uns gedacht, dass wir iZotope integrieren, weil die Produktanzahl war überschaubar und Contao ist halt das, was wir können oder was wir vermuten zu können. Und großer Vorteil ist natürlich auch Multidomain und in dem Fall auch Multishop, weil wir gleich von vornherein daran gedacht haben, wir haben einen Customer Shop, aber wenn man so ein Produkt irgendwie auch ordentlich vermarkten will, dann muss man auch an die Unternehmen rangehen. Wie Hotels hatten wir natürlich die besten Connections. Also braucht man auch einen B2B-Shop, wo man dann attraktiv für Unternehmen auch dieses Produkt verkaufen kann. Genau, und jetzt habe ich dann nochmal einfach das nochmal visualisiert, was ist so bisher geschehen. Genau, im Frühjahr haben wir die Landingpage live gestellt. Dann hat es einige Zeit gekostet. Das Produkt wurde ja auch erstmal entwickelt und ausgeklügelt. Dann haben wir im Dezember den Online-Shop live gestellt mit Contao und iZotope. Dann haben wir permanent optimiert. Das heißt, der Kunde hat gemerkt durch die Anzahl der Bestellungen, wo bei ihm die Prozesse zu langsam sind. Was kann man da irgendwie besser machen in der Versandabwicklung und in der Logistik? Wie verbessere ich die Prozesse irgendwo? Und dadurch ist das Projekt halt auch immer größer geworden, hat mehr Schnittstellen bekommen. Dann, ne, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn der Steuerberater dann kommt und sagt, ja, ich brauche das aber alles in DATEV. Okay, machen wir. Ne? Genau. Auswertung, Statistiken ist ja dann auch immer sowas, dann gibt es irgendwelche Gutscheincodes und Aktionen, das muss man halt auch irgendwie alles auswerten und darstellen. Dann gibt es dann noch das Problem mit Österreich, wenn ein Unternehmer in Österreich eine Umsatzsteueridentnummer hat und in Deutschland Produkte kauft im B2B-Bereich, dann muss das umsatzsteuerbefreit sein. Also es gab viele, viele Herausforderungen, die wir lösen mussten, die uns vorher auch noch gar nicht bekannt waren. Wir haben dann auch kleinere Kampagnen schon umgesetzt, aber wir waren jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir unbedingt Docker, aber wir hatten es halt auf dem Schirm, dass im schlimmsten Falle wir das dann bei Peaks auch da rein installieren müssen. Genau, die Nutzerzahl hat sich immer weiter erhöht, es waren immer mehr Nutzer, immer mehr Bestellungen und das hat alles noch so geklappt. Der Kunde hat live auch Änderungen gemacht natürlich an seiner Webseite. Das ging nicht immer gut. Deswegen haben wir jetzt eine Staging-Umgebung gebaut, damit sie so Sachen wie irgendwelche Inhalte austauschen, Seiten einfach löschen, das geht auch. Das können sie dann auf der Staging-Umgebung machen. Und da ist es dann auch weniger schlimm, wenn da mal was kaputt geht. Größere Kampagnen sind schon geplant. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Lösungen für uns zufriedenstellend umsetzen, damit wir die Live-Stellung der Docker-Lösung im Anfang nächsten Jahres auch umsetzen können. Und da das ja nicht genug ist, expandiert das Unternehmen auch noch in andere Länder. Das heißt, dann kommt auch noch Italien und Spanien dazu und irgendwelche anderen Länder. Aber im Prinzip ist es ein Produkt, was momentan alles noch über eine Webseite abgewickelt wird. Genau, hier ist mal ein Beispiel. Wenn sich jemand dafür interessiert, nach der Session können wir noch drüber quatschen. Ansonsten feelgood-coffee.de.
Genau. Und jetzt zeigst du das mal in Aktion. Genau, ich zeige euch jetzt einmal halt unser aktueller Stand zu dem Docker-Container, den wir dann hinterher verwenden wollen für Feel Good Coffee als erstes Projekt. Also unser Hosting-Anbieter ist in dem Fall Sloppy, bietet uns den Vorteil, dass wir uns ausschließlich um unsere Container kümmern müssen und die ganze Infrastruktur drumherum interessiert uns nicht. So, hab halt unseren Docker-Container, habe ich hier eingebunden, der hat auch ein entsprechendes Versionstag, welches der Contao-Version entspricht, die in dem Image verwendet wird. Und hier sehen wir das einmal über die Environment-Variablen. Sage ich jetzt dem Container, was für ein Projekt er ausführen soll. Wir geben das Git-Repository an, dass es reingeklont wird. Gebe einige Einstellungsparameter mit für Contao, die vorhanden sein müssen. Und wenn ich dann den Container starte, wird das Repository gezogen, ein Install-Skript läuft ab und das ganze Projekt kann starten. Ne, das ist der aktuelle Docker-Container. Das ist ja erstmal relativ unspektakulär, ist halt eine Webseite, die läuft. Ne, hier haben wir dann das Backend dazu, halt hier auch Contao 4.6.14 läuft, entsprechend dem Docker-Container. So, das Ganze haben wir, bei uns läuft das Ganze über GitLab. Vorteil ist, Sloppy bietet das direkt als Dienst an, also die Registrierung der Container ist relativ einfach. Genau, GitLab bringt alles mit, wir haben auch ein Container-Repository. Hoppala, das war das Falsche. Genau, da ist es ja. Hier in unserem Fall unsere Container-Registry. Ich habe hier einmal einige Images erstellt. Ne, einmal Contao 4.4 LTS für die 4.6.14, mit dem der Shop aktuell läuft. Da haben wir auch 4.7.7 und 4.8.4 einmal für alle Versionen ein Image erstellt. Und wir haben auch schon 4.6.15 anscheinend. 4.6.15 gibt es nicht, war bloß ein Test-Image. So, also. So, das Ganze sieht dann an der Stelle so aus, dass wir hier über die GitLab CI das Image erstellen sollen, sollte sich etwas ändern. Das heißt, wir sagen jetzt, es kommt eine neue Contao-Version raus. Ist an der Stelle passiert im Repository relativ wenig. Ich muss eigentlich nur einen neuen Tag erstellen. Daraufhin wird der Build-Prozess angestoßen und die Contao-Version in der entsprechenden Version aktualisiert. Die einzelnen Branches zu den Contao-Versionen haben halt die jeweilige Major-Version registriert und bei jedem Neuerstellen des Images wird die aktuellste Version geladen. Das Einfachste ist jetzt halt, ich erstelle einen neuen Tag. Da in dem Fall Version 4.6. 15? Du müsste 16 nehmen, ne? Ne, der wird überschrieben. Achso, okay. Ja. So, nehme jetzt den Branch für Contao 4.6 und sag Create Tag. So, und dann haben wir auch direkt die entsprechenden Jobs, die loslaufen. Jetzt erstmal der
Bild-Image-Prozess. Wow, kann man relativ, relativ gut nachvollziehen, halt dann in den Details, was, was halt genau passiert. Dauert allerdings einen kleinen Moment. Hat sonst jemand Fragen zwischendurch, die man beantworten könnte? Ja, ist gerade etwas langsam, das Ganze. Genau, also es wird auf jeden Fall das Image jetzt gerade erstellt. Aktuell halt erst das Image, hinterher startet ein zweiter Prozess, der das, das Ganze bei Sloppy aktualisiert. Was man dann... Ja, bitte. Das... Okay. Also das ist relativ unspektakulär, das Docker-File. Die Frage war, ob wir das Docker-Image mal zeigen, wie das hinterlegt ist im GitLab CI. Genau. Würde ich gerne. Passiert gerade nichts. Hast du ein Screenshot davon in der Folie? Leider also nein. Also davon nicht. Okay. Jetzt ist, wir sind gerade, jetzt ist ganz weg. Nee, ich habe über mein Handy einen Hotspot. Das ging bisher eigentlich immer ganz gut. Nee, finde ich nicht. Ja, genau, Switch. So wechselt man übrigens ein drahtloses Netzwerk. Bisschen. Ich kann da sonst noch mal hier das zeigen. So, okay. Okay. Da ist es wieder. Ja. Also in das Image direkt hier rein kommen wir so natürlich nicht. Im Repository sieht das Ganze so, ich wechsle mal auf die auch auf den 4.6. So, wir haben halt einmal die, gut, die Docker Compose ist relativ unspektakulär. Das Docker-File in dem Fall. Für wer das, also wir verwenden das Alpine Linux, was halt damit halt ein relativ schlankes Image am Ende erstellt wird. Na, halt installiert wird alles, was benötigt wird, ein Nginx mit PHP. Da haben wir ein paar Einstellungen. Wir laden den Composer, damit wir hinterher unser Projekt zusammenbauen können in dem Image. Wir laden die Nginx-Konfiguration, genauso wie PHP, und laden am Ende noch einige Composer-Bundles, zum Beispiel Hirak, damit wir auch die Bundles parallel ziehen können, um den Prozess am Ende ein bisschen zu verkürzen. Ja. Die Frage war, ob wir Supervisor für Nginx nutzen? Ja. Hacky. Warte. Da. Ja, genau, das ist unser Container. Genau, nachdem wir das Composer-Bundle hier für Hirak installieren, beginnen wir mit der Contao-Installation und
Der Entry Point wird gesetzt auf unser Startskript, was nachher auch den Install-Prozess auslöst beim Starten des Containers. Und dann wird das Ganze zusammengepackt. Dann gucken wir mal, wie weit es jetzt in dem Fall ist. So, es sind beide Prozesse durchgelaufen, beide erfolgreich. Heißt jetzt in dem Fall, das Image ist erstellt und auch der Container ist aktualisiert. Was wir dann jetzt an der Stelle hier sehen, er ist jetzt seit vor 2 Minuten neu gestartet. Das war das Falsche. Ich wollte hier rein. Und wir sehen jetzt hier, vorhin war es die 4.6.14, jetzt wird die Version 4.6.15 verwendet. Und hier sehen wir dann jetzt in den Live-Logs, können wir relativ schön sehen, an welcher Stelle sich der Container im Startprozess gerade befindet. Also er hat jetzt die Composer-Bundles sind bereits installiert, der Cache wird gecleared und danach sollte der Container startklar sein. Das heißt, wenn wir jetzt die Seite wieder aktualisieren, Der erste Start, nachdem der Container neu hochgefahren wurde, dauert immer einen kleinen Moment. Da suche ich noch danach, woran es liegt. So. Da ist der Container wieder. Na gut, Versionsnummer ist die gleiche. Versionsnummer ist in dem Fall die gleiche. Natürlich bin ich jetzt aus dem Backend geflogen, weil ja der Container ist neu gestartet, die Session stimmt nicht mehr. Aber ansonsten ist alles nach wie vor funktionsfähig. So, zweite Variante wäre jetzt halt, wir wollen jetzt von Contao 4.6, weil 4.6 wird ja nicht mehr weiterentwickelt, gibt keine Updates. Demnach sagen wir wollen auf 4.7 umsteigen. Mache ich an der Stelle hier, dass ich jetzt halt den entsprechenden Tag. Also Sloppy erkennt halt auch, welche Versionen vorhanden sind. Wir nehmen jetzt die 4.7.7. Internet spinnt schon wieder. So, und sagt Deploy Changes. Es läuft der gleiche Prozess wieder. Nicht? Also der Build-Prozess nicht, weil der Container existiert ja bereits. Aber jetzt läuft wieder der Startprozess des Containers. Das Install-Skript läuft ab. Und danach, wenn alles gut geht, haben wir Contao in der Version 4.7.7. So, auch hier kann man jetzt die Frage ist, ob wir jetzt keinen Load Balancer haben. Genau, das bietet uns Sloppy aktuell noch nicht, sind sie aber dran am Arbeiten. Wir können mehrere Instanzen starten, aktuell aber manuell. Das heißt, wenn wir sagen, also wir wissen, der Kunde startet irgendeine Kampagne, dann können wir im Voraus mehrere Instanzen starten, was wir halt vermuten, wie viel Traffic aufkommen wird. Aber Sloppy ist sehr stark da dran am Arbeiten und hier auch Kubernetes zu integrieren, dass wir auch einen automatisierten Load Balancer haben, der je nach Last automatisch dann die Instanzen startet und auch wieder stoppt. Wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Sie sind mittlerweile relativ weit. Es gibt schon eine Beta. Im Beta-Testen können wir das Ganze schon. Ja. Nein. Das ist die Frage war, dass in unserem Container, nicht so schlimm, wie das machen wir das erste Mal, die Frage war, ob der Bildprozess quasi dann auch erfordert, dass alles, also Bilder und so weiter und so fort, im Repository mit drin liegen. Also im Repository des Projektes liegen rein die Projektdateien. Das wäre jetzt an der Stelle hier. Also wir haben den App-Ordner mit unserer Config, wir haben den Files-Ordner mit unseren Template-Files, JavaScript, CSS.
in dem Loopcom-Ordner. Dort liegen die Anweisungen für das Install-Skript, damit das auch weiß, was es tun muss. Im Source-Ordner sind einige dann projektspezifische Bundles, die sich allgemein nicht laden lassen. Im System-Ordner ist, glaube ich, nur die Local-Config. Oh, der Cache-Ordner sollte da nicht drin sein. Also es geht hauptsächlich um den Local, um die Local-Config, dass die mit drin ist. Das ist ein Initial Commit. Okay. So. Also wir haben bei Sloppy ein Volume für das Projekt und da liegen die genau. Assets drin. Die Volumes sind dann an der Stelle. Ne? Hängt das Internet gerade wieder? Genau, wir haben das Shared Volume, was ja ebenfalls halt auch erforderlich ist, damit es in mehreren Instanzen funktioniert. Ja, hier haben wir jetzt 8 GB, brauchen wir lange nicht. So, ich gucke mal, wie weit der Container ist. Der Container ist wieder fertig. Hier sieht man jetzt an der Stelle auch schön, dass die Datenbank aktualisiert wurde. Da wir ja auf eine neue Contao-Version umsteigen, muss natürlich auch die Datenbank automatisiert mit angepasst werden. So, und wenn wir das jetzt hier aktualisieren, wie gesagt, der erste Aufruf nach dem Neustart des Containers dort. Einen kleinen Moment. So, und wenn ich mich jetzt im Backend anmelde, sollte, wenn alles gut geht, hier unten, wir verwenden jetzt die Contao Version 4.7.7. Ja, bitte? Nein, das ist die Frage war, ob wir was Eigenes gebaut haben für die Datenbankmigrierung. Alles gut. Das ist ebenfalls ein Bundle, das wir mit installieren. Neben Hirak. Wo ist es? Wo ist er denn? Das ist natürlich. Wo steht denn das? Das ist zum parallel installieren der Bundles, weil sonst Composer halt ein Bundle nach dem anderen installiert und Hirak ermöglicht es uns parallel halt mehrere Bundles gleich downzuladen. Ja, wo ich den jetzt Wasser? Ja, hoffentlich nicht. Wobei doch. Doch? Ja. Hätte ich natürlich genauso gut an die Stelle schreiben können. Ja. Aber ich glaube, es ist hier tatsächlich in der Composer-JSON. Ja, da kommt. Genau, da ist es. Contao Database Commands Bundle. Fuzzymar. So. Das ist die Composer-JSON ist auch im Prinzip der einzige Unterschied in den einzelnen Branches. Ne, hier ist es jetzt der Master Branch des Contao 4.4, was wir ziehen. Wenn wir jetzt halt in dem Branch für Contao 4.6 oder auch 4.7 sind halt lediglich die Contao-Version getauscht, ansonsten sind die Branches absolut identisch. Ja. Genau, das sorgt dafür, dass sich das Datenbank-Update auch über das genau, was in der 4.9 dann endlich auch drin ist. Ja. Für alle. Shots are fire. Ja. Die Frage war, wie es für mich ist, die Fragen zu wiederholen.
Stört mich nicht. Okay. Ja, hat noch jemand eine Frage da hinten? Die Frage war, ob wir einen Token bei Sloppy hinterlegt haben? Ja, genau. Das ist ein Token hinterlegt, der die Kommunikation zwischen GitLab und Sloppy ermöglicht. Bitte? Die Frage war, was für Probleme wir festgestellt haben beim Skalieren. Unter anderem, was für Verzeichnisse wir verlinken müssen. Und, genau. Also es ist halt im Prinzip ist in dem Shared Volume alles drin, was wir benötigen. Was hier jetzt noch fehlt, ist um mehrere Instanzen starten zu können, wäre die Session vom PHP auch shared zu haben, damit die einzelnen Container auf die gleichen Daten zugreifen. Ansonsten haben wir aber bis jetzt keine weiteren Probleme feststellen können an der Stelle. Es lässt sich Redis relativ leicht noch mit anbinden als Cache. Der einzige Knackpunkt an der Sache aktuell ist halt, dass bei jedem Start des Containers alle Bundles erst installiert werden müssen. Der Start des Containers, wir haben bis jetzt maximal 3 Minuten, bis der Container da ist wieder. Eine Frage? Ja, mit dem Production Cache kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass das lokal in jeder Instanz Sinn macht. Aber was ist mit den ganzen dynamisch ausgerechneten Bilder, HTML Cache, diese ganzen Sachen, die eigentlich Servers verteilen können? Haben die zentral oder liegen die immer noch in ihren Containern? Nein, die auch. Die Frage war, was, jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage war, was mit den dynamischen Inhalten ist. Ja. Also es liegt auch die dynamischen, also der Cache-Ordner von Contao ist ebenfalls mit in dem Shared Volume. Ich kann, nee, hier nicht. Falscher Knopf. Also wir können gerne einmal rauf. Das wäre ein falscher Druck. Ja. Ja. Genau. Wir können gerne einmal raufschauen. Bei Sloppy ist alles, also die Container bei Sloppy sind von der Außenwelt komplett abgekapselt und ausschließlich über den Load Balancer erreichbar. Dementsprechend können wir auch auf unser Shared Volume nicht einfach so per FTP zugreifen. Das, in dem Fall gehört es zum Sicherheitskonzept von Sloppy, dass halt der Container möglichst abgekapselt ist, damit möglichst wenig Sicherheitslücken eventuell ausgenutzt werden können. Also die Container unter sich können miteinander sprechen, aber alles, was von außen kommt, wird vom Load Balancer quasi geblockt. So, warum haben wir denn hier den File-Browser? So, an der Stelle, es sieht halt erstmal ziemlich genauso aus wie das Repository, mit dem Unterschied, dass wir jetzt auch hier halt den Doppelklick. Ja, genau, dass wir halt das Cache-Verzeichnis und auch die Logs drin haben, das als Shared Volume, was über die Instanzen dann geteilt wird. Und auch die Assets. Also auch die Assets sind hier drinne. Die Frage war, wie wir mit Third-Party-Updates umgehen.
wenn dann eine Erweiterung aktualisiert wird? Und genau, dass die Third-Party-Erweiterungen gehören ja zum jeweiligen Projekt, nicht mehr zu dem Container selber. Dafür haben wir hier ein Install-JSON, was sich ziemlich an die nach der Composer-JSON richtet. Beim Hochfahren des Containers werden die einzelnen Bundles required und entsprechend jeweils auch die neueste Version gezogen der einzelnen Bundles. Wenn wir das Repository updaten. Oder wenn wir den Container neu starten. Oder wenn wir den Container neu starten. Die Frage war, ob der Flaschenhals unser MySQL ist, weil wir das doch als eine Instanz laufen haben. Also die MySQL-Datenbank ist eine eigene Instanz. Und wie wir ja gestern schon gelernt haben, bis die an ihre Grenzen stößt, dauert es relativ lange. Davon können wir aktuell noch keine zwei Instanzen starten. Genau. Ist ja auch nicht ganz... ganz so trivial. Die Frage war, wenn der Kunde in der Staging-Umgebung was ändert, ob sich da Auswirkungen auf die unsere Updates und die Live-Umgebung auswirken. Ja. Beantwortest du am besten? Nein, die Staging-Umgebung ist quasi nur für Frontend-Sachen. Also der Kunde selbst ändert da ein paar Inhalte, um zu gucken, wie sieht es aus, weil das ist halt das Nervige dann immer an diesem Prozess, wenn der Kunde anruft, oh, ich will, dass der Banner jetzt aber da unten ist oder da und mach mal die Produkte nach ganz unten. Und du schiebst eigentlich nur hin und her, dann ist es mal da und am Ende ist es genauso, wie es am Anfang war. Und das nervt, ne? Kostet halt viel Zeit, wirklich berechnen kann man das auch nicht. Oder wenn halt irgendwelche Bugs auftauchen, die vorher nie einer gesehen hat. Die Staging-Umgebung ist quasi nur sein Playground, wo er so ein bisschen rumtesten kann. Geht dann auch um hier Bestellungen generieren und so, Rechnungen generieren von Bestellungen und so. Aber die hat da keinen Einfluss drauf. Also das ist meistens dann der aktuelle Live-Stand auch, die Staging-Umgebung. Genau. Hat noch jemand also prinzipiell Fragen zu den Containern, zu Sloppy? Ja. Wie ist das? Mailcatcher? Okay. Das war jetzt keine Frage. Ich glaube, ich muss das nicht wiederholen. Nee, ja, also tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt behaupten würden, das ist die Lösung. Aber wir haben halt versucht, uns was zu erarbeiten, wo wir einfach effizienter sein können auch. Und das ist ein riesen Vorteil für uns, weil wir das lokal ja auch in dem Docker-Image entwickeln, dass wir es halt einfach... projektspezifisch nach Sloppy beamen können und die Projekte starten und auch skalieren können im Falle des Falles, indem wir die Instanzen halt einfach hochfahren. Genau, funktioniert an der Stelle so, dass in GitLab der Build-Prozess auf die Tags reagiert. Das heißt, wenn wir einen Tag erstellen, wird ein neues Image erstellt. In dem Projekt haben wir das so, das ist halt auch über die GitLab CI, ja, im Prinzip bloß der Docker-Container neu gestartet wird, reagiert an der Stelle auf den Master-Branch. Das heißt, wenn wir jetzt im Dev oder so irgendwas entwickeln, wird der Container in Ruhe gelassen. Wenn wir das dann in den Master mergen und es dann live gehen soll, wird halt auch hier halt der Job ausgelöst, der Container neu gestartet, es wird das Repository aktualisiert. Und der Container startet mit den vorgenommenen Änderungen.
Was momentan jetzt noch nicht abgebildet ist, ist jetzt dann noch ein Test. Ne? Also genau, das ist ja mal das Wichtigste bei Continuous Delivery, dass wir im Prinzip unsere Tests nicht mehr lokal machen in einem Docker-Container, sondern dass wir GitLab CI das machen lassen, Unit-Tests und ihr Lint und wie, was man da alles so Schönes machen kann. Genau, die GitLab YAML lässt sich natürlich beliebig erweitern um weitere Funktionen für Unit-Tests. Ja. Also die Frage war, ob wir jetzt mehrere Container gestartet haben oder nur diesen einen? Also bis jetzt haben wir immer wieder nur den einen Container gestartet. Ne, also es wird halt über die Sloppy CI die neue Version des Containers eingetragen und dann der Container neu gestartet. Also die weiteren Instanzen werden dann halt in der Stelle... Das ist halt noch ein Nachteil, dass wir das derzeit noch manuell machen müssen. Genau. So, das würde sich über diesen Performance-Tab, könnten wir jetzt hier halt dann die Instanzen oder auch den RAM erhöhen. Genau. Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen, wie das mit den Volumes ist. aber das sehen wir dann halt im Feldtest, sage ich. Da müssen wir halt wieder drauf reagieren. Das ist ja dabei das Schöne, das können wir dann wahrscheinlich machen auch. Ja, mit Redis, genau. Wir starten uns dann eine Redis-Instanz und ja. Ja? Die Frage war, wie schnell wir ein Rollback machen können, wenn wir einen Container-Update gemacht haben. Das hängt derzeit an der Startzeit des Containers. Also es sind roundabout irgendwie 3 Minuten, glaube ich. Das ist eine Zahl, mit der wir natürlich unzufrieden sind, aber definitiv noch verkraftbar, würde ich sagen, 3 Minuten. Also wenn wir jetzt hier, wir haben vorhin unser Tool auch gesehen, da sehen wir ja auch, ob das Projekt läuft oder nicht. Und wenn wir dann halt nach so einem Update feststellen, hier irgendein Projekt läuft nicht, dann können wir ins Sloppy reingehen, setzen einfach die Version wieder zurück auf die vorherige, starten den Container neu und alles ist wieder wie gehabt. Ja. Wie bitte? Hat bisher immer funktioniert. Bisher hat... vorhin ging es noch. Ja? Die Frage war, ob wenn ein Problem auftritt, ob wir in den Logfiles das nachvollziehen können, was das Problem war bei dieser Instanz. Also wir haben einmal die Möglichkeit, uns über die Sloppy CI auf dem Container anzumelden oder halt auch hier die Webkonsole. Ich bin jetzt direkt drauf auf dem Container und könnte mir auch die Logs anschauen. Die Frage war, ob wir den Monolog-Händler auf Standard-Out umgestellt haben? Nein. Dann würdest du ja hier alles bringen. Dann müsstest du gar keine Dateien mehr haben. Nur so als Input. Das wäre ein guter Hinweis. Es kam gerade ein sehr guter Hinweis. Der Cloud-Resolver. Wir sind prinzipiell durch mit unserem Thema. Hat noch jemand Fragen? Oder auch Anmerkungen vielleicht? Na klar. Die Frage war, ob er eine Frage stellen darf. Genau, also wir sind natürlich noch in der Entwicklung. Wir wollen Anfang nächsten Jahres eine Live-Umgebung haben, weil wir es brauchen. Und im Prinzip, klar, können wir das Wissen auch mit der Community teilen. Aber wir sind momentan noch in einem Stand, wo wir sagen, okay, wir müssen es erstmal ausprobieren. Ne? Also klar, können wir gerne mal... Ja.
Natürlich könnten wir vielleicht auch, genau. Nein, das war jetzt keine Abwehr oder so. Natürlich teilen wir das mit der Community, wenn wir. Nee, wir machen's. Yes! Ja. Das war gut. Ja, das erste Mal. Ja. Die Frage war, ob alles mit dem Load Balancer steht und fällt quasi. Also in dem Falle bei Sloppy aktuell ja. Es ist natürlich, es hindert, es ist ja kein Hindernis, dass auf jedem anderen x-beliebigen Cloud-Hoster dieses Image auch auszuführen. Für uns ist es halt Sloppy aktuell am wenigsten Arbeit, weil auch das Ganze mit Kubernetes auch nicht so einfach ist. Da ist auch wieder locker alleine einer mit beschäftigt, dass das alles läuft und bis es überhaupt erstmal läuft. Und Sloppy hat halt uns die Möglichkeit geboten, dass wir halt relativ schnell Ergebnisse sehen. Wir haben auch schon keine konventionelle Sloppy-Umgebung mehr, weil wir auch mit Sloppy eng zusammenarbeiten und im Prinzip wollen wir ja das Produkt auch verbessern, weil wir ja dran glauben und weil das für uns momentan auch der Weg ist, mit dem wir gehen wollen. Und genau, Kubernetes ist auch einfach viel zu kompliziert. Es sei denn, man hat eine Leiter. Okay. Weitere Fragen? Nee. Gut, denn Kaffee und Kuchen, ne? Genau.